Und damit ein herzliches Willkommen zu meiner World Cup of Darts Prognose. Ich muss schnell machen, es ist nicht mehr viel Zeit, bis es losgeht. Und ich habe gerade schon 10 Minuten aufgenommen und das ist, der Ton ging leider nicht. Deswegen, wir gehen schnell durch. Ich sag euch, welche Teams aus meiner Sicht enttäuschen werden, welche überraschen werden und auf was ich gespannt bin. Und ganz am Ende gibt's noch meinen heißen Griff, wer das Ding holen wird. Wir fangen an mit der Enttäuschung des Turniers und ich sage, die Niederlande, auch wenn sie mit MVG und Danny Noppert an den Start gehen, ich spüre die Synergie zwischen beiden nicht so krass, beide sehr gute Spieler. MVG ist jetzt nicht mehr der Spieler von 2016 bis 2019, aber trotzdem, für das, was sie können, werden sie aus meiner Sicht enttäuschen. Dann die nächste Enttäuschung, und man kann natürlich nur enttäuschen, wenn man gute Spieler dabei hat. Es gibt natürlich genug Teams, die ich gar nicht kenne und die können auch nicht enttäuschen, weil ich erwarte nichts von denen. Deswegen die nächste Enttäuschung, Australien mit Damon Hatter und Simon Whitlock. Bei denen ist es immer so, entweder sie reißen beim World Cup komplett ab und gewinnen das Ding, wie sie schon mal getan haben, oder halt sie enttäuschen und deswegen die beiden bei der zweiten Enttäuschung. Und die dritte Enttäuschung wird sein, England mit Michael Smith und Luke Humphries. Bei denen spüre ich die Synergie auch nicht so ganz und ich glaube, der World Cup of Darts ist nicht so zugeschnitten für die Engländer. Also die Engländer haben natürlich die besten individuellen, Spieler, aber im Doppel ist es eine ganz andere Geschichte. Es ist eigentlich ein bisschen wie bei der EM und Fußball. Die haben die krassesten Spieler, aber irgendwie ist es kein krasses Team dann gleichzeitig. Mal gucken. Ich glaube, England wird enttäuschen, obwohl es so gute Spieler sind. Die sind ja auch letztes Jahr gegen Deutschland krachen gegangen mit 8 zu 3 oder 8 zu 4. Deswegen, ich glaube, dieses Jahr wieder. Letztes Jahr war aber Rob Cross statt Luke Humphries dabei. Das war auch eine ganz knappe Nummer letztes Jahr, wer jetzt dabei ist. Dieses Mal hat sich Luke Humphries durchgesetzt, wie auch sonst, Weltmeister geworden und so weiter und so fort. Also zwei Weltmeister in England, die aber enttäuschen werden. Dann kommen wir zu den Überraschungen des Teams. Dann kommen wir zu den Überraschungen des World Cups. Da habe ich schon einen sehr guten Take, finde ich. Und ich glaube, Nordirland wird uns alle überraschen. Mit Josh Rock und Brandon Dolan. Josh Rock hat am Anfang dieses Jahres, erst letztens, seinen ersten Titel geholt. Und Brandon Dolan, wenn der Bock hat, wie man bei der WM gesehen hat, kann er auch, bei der WM hat er Gervin Price rausgehauen, kann er einiges leisten, hat auch den ersten Neun-Darter im Double-In, Double-Out geworfen, wer es noch nicht wusste, deswegen heißt er der History Maker. Die Story hat jeder schon 50 Mal gehört, aber nachdem mein Audio abgebrochen ist und meine Kamera jetzt überhitzt ist, machen wir den Rest aus dem Kühlschrank. Kurz noch meine Überraschungen des Turniers. Auf der einen Seite Schottland, ich mache mal eine, hier, besser ist. Ich glaube, Schottland wird überraschen. Peter Wright hat in letzter Zeit wirklich nicht so gut gespielt, aber der World Cup im Duo ist noch was ganz anderes. Und wenn man dann Gary Anderson an der Seite hat, der so ein bisschen auch Ruhe ausstrahlt, einfach ein geiler Spieler ist, dann glaube ich, dass Peter Wright richtig einen aufspielen wird. Und deswegen glaube ich, Schottland wird uns überraschen und die können das Ding auch holen. Also alle Überraschungen können das Ding eigentlich holen, so wie... Und das ist eine Überraschung, die habe ich aufgeschrieben, auch weil ich es hoffe. Ich hoffe, Österreich wird uns alle überraschen und sehr weit kommen mit Roby, John Rodriguez und Menzo Sujovic. Also die kennen sich schon immer und bessere Synergie als zwischen den beiden geht fast gar nicht. Also daran wird es sicherlich nicht scheitern. Und ich habe gar nicht so viele Argumente, wieso es so gut laufen sollte, außer dass ich es einfach nur hoffe. Österreich eigentlich jedes Jahr ein sehr, sehr geiles Team. Also Nordirland, Schottland und Österreich, glaube ich und hoffe, dass die uns überraschen werden und sehr weit kommen. Dann kommen wir zu meinem heißen Griff. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe noch nichts über Deutschland erzählt. Ich glaube, Deutschland, ohne zu übertreiben und ohne Fanbrille, glaube ich, die holen das dieses Jahr. Die haben es letztes Jahr schon richtig weit gebracht und sind dann gegen Schottland rausgeflogen, die sehr gut aufgespielt haben. Und ich glaube, dieses Jahr ist es soweit. Martin Schindler hat sich den ersten Titel geholt und ist jetzt hungrig auf den zweiten. Letzte Woche auch wieder gut gespielt. Die Synergie passt, der Hype im Land passt. Es ist EM-Pause, die Leute haben Bock, Deutschland siegen zu sehen. Ich glaube, wenn wir die EM und jetzt den World Cup of Darts holen, dann ist Schluss, wirklich. Das wäre so ein Hype. Nicht nur Darts, also nicht nur fußballtechnisch, sondern auch Darts-technisch.
Das wäre auf jeden Fall historisch, im gleichen Sommer Darts und Darts Weltmeister und Fußball-Europameister zu werden. Und das lasse ich mir sicher nicht entgehen. Deswegen mein Take, Deutschland holt das Ding auf beiden Ebenen, fußballtechnisch und Darts-technisch. Dann noch ein paar Sachen, die ich aufgeschrieben habe, auf die ich gespannt bin. Das ist Paul Lim, der 70 Jahre alt geworden ist. Wir wissen natürlich, dass Paul Lim ein guter Spieler ist, aber ob er das mit 70 Jahren immer noch auf die Bühne bekommt, bin ich sehr gespannt. Dann bin ich gespannt auf Wales, die ja statt Gervin Price Jim Williams dabei haben, weil Gervin Price aus gesundheitlichen Gründen daheim bleibt. Und ich finde, Jim Williams ist ein sehr guter Spieler, hat damals James Wade aus der WM rausgehauen, deswegen haben wir ein schlechtes Verhältnis. James Wade, bekanntlich mein Lieblingsspieler, und jeder, der James Wade aus einem Turnier raushaut, der ist auf meiner Abschussliste. Matt Campbell übrigens auch dabei beim World Cup of Darts. Die werden auch früh rausfliegen für Kanada. Den wünsche ich wirklich Double Trouble an der Stelle. Ich bin auf Wales gespannt, auf Paul Lim. Und gespannt bin ich auf Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg. Die haben ja letztes Jahr wirklich eine Oscar-reife Vorstellung geliefert. Die kennen sich wie Brüder, haben sich verstritten, sind dann verstritten ins Turnier reingegangen, haben sich versöhnt, haben einen aufgespielt. Diese Doppel-16 von Dimitri, als er ausgebuht wird, sich vor die Crowd stellt, sich das anhört, sich umdreht und das Ding ins Doppel reinwirft. Legendengeschichte letztes Jahr gehabt. Bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr laufen wird, weil Kim Heibrechts hat sich im Vorhinein das Schlüsselbein gebrochen bei einem Fußballspiel. Irgendwie gab es da eine Auseinandersetzung und ja, Kim Heibrechts hat sich Schlüsselbein gebrochen. Ist gegen das Anraten der Ärzte dann auf ein European Tour Event gegangen, hat mit seiner ersten Aufnahme in 180 geworfen. Also verlernt hat er nichts, aber mal gucken, wie Belgien sich beim World Cup of Darts schlägt. Das waren so meine Hot Takes, meine Prognose. Wir werden uns das im besten Fall im Stream nochmal anschauen zusammen, wenn das Ding durch ist, und gucken, wie falsch ich gelegen habe. Und jetzt gehe ich in den Schnitt, weil in eineinhalb Stunden geht's los. Wir sehen uns.